Ich bin Lilly Schifasius, ich bin 15 Jahre alt, ich fahre Skateboard und ich bin dreifache deutsche Meisterin und war in Tokio bei den Olympischen Spielen 9. Ich würde sagen, das Coolste war einfach da zu sein im weitesten Sinn, also im olympischen Dorf zu sein, zum Beispiel da in diese Mensa zu gehen mit den anderen Athleten. Das war für mich so das Coolste oder auch so Erstaunlichste, was ich so am wenigsten erwartet hätte. Also das ganze olympische Dorf war sehr eindrucksvoll und ich habe sehr viele spannende Leute da getroffen. Man trägt ja auch im olympischen Dorf trotzdem seine Nationalkleidung, seine Olympiakleidung. Man geht so lang auf die Straße, man sieht direkt jemanden, ob jemand aus den USA kommt oder aus Brasilien oder so. Und ich habe auch mein Germany angehabt, also das fand ich so sehr lustig. Ich war gerade letzte Woche in Argentinien, weil ich da trainiert habe, weil am Ende des Monats ist da ein Wettkampf. Und ich war einfach da, um mich auf den Park einzufahren, schon mal ein paar Tricks zu machen, damit es mir halt während des Contests leichter fällt. Und ich musste aber dann jetzt nach Hause zurückkommen, weil die Mathe- und Englisch-MSA-Prüfungen waren und ich die schreiben musste, weil der Nachschreibetermin sagen, an dem Datum des Contests war. Also da bin ich auf jeden Fall nicht da. Deswegen war ich jetzt kurz eine Woche da, bin zurückgekommen und fliege jetzt nächste Woche wieder hin. Bis jetzt komme ich alles mit der Schule eigentlich recht gut hin. Ich bin recht gut in der Schule, deswegen erlauben meine Lehrer mir zum Glück sehr viel zu reisen. Und ansonsten muss man einfach ein bisschen organisiert sein, manchmal Sachen nacharbeiten. Aber ich habe Freunde, die es mir schicken, wenn ich irgendwie nicht da bin. Und bis jetzt kriege ich alles eigentlich gut hin. Ich würde sagen, da mein Vater ja Skateboard fährt, war ich schon so immer in Kontakt mit Skateboard. Deswegen kann ich mich auch nicht daran erinnern, wann ich zum ersten Mal im Skatepark war oder so. Ich weiß auf jeden Fall, so das erste Mal mit beim Skate oder so saß ich ja noch im Kinderwagen, als mein Vater geskatet ist. Und so wirklich angefangen mit Skateboard fahren habe ich so, als ich 5 war ungefähr. Und ich glaube nicht, dass es irgend so einen bestimmten Punkt gab, wo es mir so aufgefallen ist, dass ich jetzt Skateboard fahren weitermachen will, sondern es ist einfach so gekommen und dann habe ich langsam, ich habe sehr viele andere Sportarten gemacht und auch Instrumente gespielt und da habe ich so nach und nach mit Sachen aufgehört und irgendwie war dann nur noch Skateboard fahren übrig und Skateboard fahren war sozusagen immer da in meinem Leben, ich habe es einfach immer weitergemacht, also es gab jetzt so keinen bestimmten Punkt, wo ich es realisiert habe, dass das jetzt unbedingt was für mich ist, sondern das ist einfach so, es gehört zu mir dazu. Ich würde damit sagen, dass sehr viel in meinem Leben integriert ist, dass es sozusagen sehr großen Platz hat. Also, dass ich mich sozusagen sehr aufs Skateboard fahren gehe, dass sozusagen ich meine Reiseziele zum Beispiel danach ausrichte, wo man am besten skaten kann, dass viele meiner Freunde sozusagen skaten, also das ist einfach einen sehr großen Platz hat in meinem Leben, auch in meiner Familie und sozusagen viel darüber reden und das somit sozusagen in der Art mein Lifestyle ist. Wenn ich zu Hause bin, trainiere ich so 4-mal die Woche, immer so 2 bis 3 Stunden und wenn ich verreist bin, was in letzter Zeit sehr oft ist, dann trainiere ich jeden Tag auch mal 4, 5, 6 Stunden. Berlin ist zwar wirklich sehr schön, ich liebe es hier zu wohnen, allerdings ist es skateparktechnisch im Vergleich zu anderen, ich würde nicht unbedingt sagen Städten in Deutschland, aber einfach im Vergleich zu anderen Ländern sehr schlecht ausgestattet, was Skateparks angeht. Also ich meine, das ist auch einer der Gründe, warum ich halt so viel reisen muss, warum auch die ganzen Skateboard-Contests nie in Deutschland sind, weil es halt leider einfach keine guten Skateparks gibt. Es ist leider schon oft passiert in Deutschland, dass dann einfach die falschen Leute gefragt wurden, die dann den Skatepark bauen und man am Ende sehr viel Geld und Wille eigentlich da rein investiert hat, aber es dann am Ende doch nicht so gut war, wie es eigentlich hätte sein sollen. Also ich glaube, das ist so einer der Probleme. Das sozusagen, woran es eigentlich fehlt, ist halt irgendein Park oder Bowl mit wirklich so einem Deep End, was so ungefähr 3 Meter hat. Also ich würde sagen, dass beim Skaten auf jeden Fall Mut irgendwo eine Rolle spielt oder vielleicht, dass man sich selber zutraut, Dinge zu machen, dass man sich aber auch selber traut, neue Dinge auszuprobieren und zu machen. Also das ist beim Skaten auf jeden Fall
auch wenn man schon besser geworden ist, immer ein Ding, dass es immer neue Tricks gibt, die man lernen kann oder immer man Sachen höher oder weiter machen kann. Das heißt, man muss sich eigentlich jedes Mal, wenn man skaten geht, irgendwas muss man sich auf jeden Fall überwinden. Deswegen spielt Mut auf jeden Fall eine große Rolle. Also man muss sich an, oder so mache ich es, an viele Tricks so rantasten. Also man kann natürlich anfangen, sie auf kleineren Höhen zu machen. Aber sozusagen selbst dann, wenn man sich nicht traut, kann man einen Trick immer, die meisten Tricks so in die Einzelteile zerlegen, dass man irgendwie erst den einen Teil macht und dann sich bewusst sagt, okay, ich mache den einen Teil, lasse ich mich jetzt auf die Knie fallen, so ich weiß, dass nicht passieren kann dann. Und dann, so, wenn ich das sicher kann, mache ich den zweiten Teil, so dass man sich ja, die Sachen einfach für den Kopf ein bisschen einfacher macht.